Willkommen zurück zum Talos-Prinzip. Letztes Mal habe ich einen Riesenhaufen Zeit reingesteckt, zu verstehen oder erstmal rauszufinden, dass es diese Plattform gibt und dann zu verstehen, wie diese Plattform funktioniert. Diesmal mit diesem Wissen gewappnet versuche ich, die restlichen Puzzle hier schneller zu lösen. Und ich werde nie wieder durch diese Tür da gehen. Oh mein Gott, was zur Hölle. Schauen wir mal, ein Graben und ein Zaun. Hier brauchen wir Strom und auch diese neue Plattform. Und das Zurück-Vorspul-Ding. Hier kann ich nach unten laufen. Klasse. Okay, diesmal übersehe ich nicht, dass hier eine Plattform liegt. Dankeschön. Da habe ich mir einfach echt das falsche Puzzle ausgesucht, um diese Mechanik zu lernen. Wahrscheinlich hätte es ein einfacheres gegeben. Zum Beispiel das hier. Das sieht einfach aus. Was will ich tun? Ich möchte gerne Strom an dieses blaue Teil bringen, dann bin ich schon am Ziel. Der Strom kommt von da oben. Da oben komme ich nicht gut hin. Das war ja zu erwarten. Und wenn ich hier durchgehe, verliere ich mein Zeug. Also wäre der sinnigste, also ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass ich das Ding auf die Kiste, auf die Plattform stellen will. Die Frage ist, reicht das dann von der Höhe her? Und es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, indem ich es einfach mal ausprobiere. Mit der Plattform muss ich auf jeden Fall nach hier unten. Dann gebe ich meinem Gegenüber wieder ein paar Sekunden Zeit, um das Stapeln abzuschließen und alles korrekt anzuschließen. Und dann ist im Prinzip alles, was ich jetzt noch tun muss, das Hochlaufen hierhin, so etwa. Ich versuche mal... Ja, eigentlich näher ran ist besser, ne? Ich habe flachere Winkel. Ja, aber das muss schon passen, so. So. Abspielen. So, das da drauf. Und das da, hierhin, dahin und oben drauf. Im Moment reicht das nicht. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn mein alter Ego da durchläuft. Das reicht immer noch nicht. Das müsste noch ein bisschen höher kommen. Das heißt, der müsste sich noch auf eine Kiste stellen. Okay, ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das müsste also die... Ja gut, also dazu müsste diese Kiste ungefähr so hier hin. Dann muss der sich die Plattform schnappen, wieder hier unten hingehen. Einen kurzen Moment hier stehen. 3-4 Sekunden sollten eigentlich schon ausreichen. Und dann muss er hier drauf springen und dann sollte das mit dem Strom passen. Ich weiß nicht genau, wie lange das Tor braucht zum Aufgehen, aber ich denke mal, das sollte auch schon reichen. Zack, Plattform weg, abspielen. So, einmal. Und zweimal. Ich hoffe, das steht richtig auf der Plattform da unten. Ja, hat er aufgenommen. Ja, alles klar. Ja, den Level hätte ich mal besuchen sollen. Der war wesentlich leichter zu lernen. Ein Stern. Dein Wissen wächst, aber sei auf der Hut vor der Versuchung. Welche Versuchung? Des Sterns? Oh, interesting. Also ich könnte hier Zeug rausschmuggeln. Über die Treppe auch. Nee, stimmt nicht. Ich komme durch das Tor hier nicht durch. Ich kann kein Zeug rausschmuggeln. Kann ich vielleicht über die Mauer irgendwie? Hier kann ich mich rauspusten lassen. Da müsste ich nochmal das Level anschauen. Ich will ja die Sterne immer nicht jetzt lösen. Theoretisch, glaube ich, muss ich nur über diese Mauer hier kommen. Kann das sein? Da drüben komme ich dann durch. Kann ich jetzt nicht so genau erkennen. Oder hier durch dieses Fenster. Komme ich durch die Fenster durch? Das wäre tatsächlich ein Versuch wert. Wirkt aber nicht so. Nee. Ich kann mich ja auch nicht ducken, oder? Nee. Das heißt, wahrscheinlich wäre die Lösung, durch diese Tür hier zu kommen und dann über diese Mauer dort zu klettern. Und zwar mit Hilfe des Plattformtypen.
Soll ich es einmal ausprobieren? Ja, probieren wir es einmal aus. Okay, warum nicht? Okay, also alle relevanten Teile einmal bereitstellen. Einziges Problem ist natürlich, Plattformtyp kommt nicht durch die Tür durch. Kann mich da also nicht hintragen. Der kann mich höchstens... Ich teste einfach mal gerade, ob es überhaupt geht. Also der schnappt sich die Plattform. Der macht vorher noch was anderes. Der legt die Kiste zum Beispiel hier hin. Schnappt sich die Plattform. Geht hier hin. Dann legt mein Kumpel die Kiste drauf. Springt selber oben auf. Ich gehe jetzt mal nicht zu schnell. Hopp. Und dann noch hochhüpfen. Gut. Alles klar. Abspielen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Plattform. Ich oben drauf. So, er läuft mit mir. Das bewegt sich auch gut. Da muss ich nicht gegensteuern oder sonst irgendwas. Und jetzt hüpf noch hoch. Hopp. Yep. Aha. Wäre doch gelacht, wenn ich in diesen Stern nicht reingekommen wäre. Gut, super. Dann muss ich mich wohl rausblasen lassen. Ich meine natürlich zurück ins Puzzle blasen lassen. Gut, das war jetzt deutlich schneller als das letzte Mal. Da sieht man, was der Wissensvorsprung bringt. Da können wir glatt noch eins machen. Hier sind keine durchlässigen Türen, immerhin. Eduhim ist unbeständig. Ich vertraue ihm nicht, sagt Yes Man. Der will doch nur meinen Glauben rütteln. Aber mein Glaube an Papa ist unumstößlich. Hinten steht noch was. Habe ich das schon gelesen gehabt? Ah, ja. Das habe ich selber geschrieben, ich Depp. Manchmal bin ich echt klug. K.L.U.K. klug. Okay, machen wir den Friedhof. Ohne weiteres Wenn und Aber. Roter Strom. Buzzer. Roter Stromanschluss. Noch ein roter Stromanschluss. Und da ist mein erster Connector, den ich nicht mitnehmen kann, weil ich dort nicht hinkomme. Also es ist eigentlich mein zweiter Connector. Oh, da ist noch ein Kistchen. Die übersehe ich aber auch immer. Also echt. Da soll mir noch mal einer vorwerfen, dass ich die Plattform übersehe, wenn ich schon die Kisten übersehe. Ja, eine Kiste reicht natürlich nicht, um hier rüber zu kommen, außer ich kann sie hier oben drauf stellen. Aber das kann ich aus der aktuellen Position nicht. Und selbst wenn ich könnte, würde der nicht nah genug ranfahren, dass ich drüber springen kann, oder? Nee, der dreht ja da schon um. Der hier allerdings schon. Der käme da mehr als nah genug heran. Aber ich sollte jetzt nicht wieder gleich meine dämlichen Ideen ausprobieren, eigentlich. Erstmal mit was Realistischem anfangen. Okay, zum Beispiel können wir hier einen richtigen Connector finden. Ist doch schon viel besser. So, und jetzt müssen wir einen von den beiden blockieren. Können wir genauso gut mit dem hier machen. Um mir den zweiten Connector zu schnappen. Das könnte ganz knapp reichen. Das reicht ganz knapp nicht. Das ist doch pure Absicht. Aber... Moment, machen wir nochmal auf die Tür, bitte. Danke. Kann ich den nicht dem hier in den Weg stellen? Mal so blöd reingefragt. Dann sollte er doch daran abprallen und es nicht unterbrechen, oder? Oder schockt er das aus? Nö, das geht. Aha.
Tja. So, das war's schon. Super. Das war leichter als gedacht. Habe ich ja dieses Tor, das war schon wieder so ein Verarschetor, oder die Rührung war nicht so geplant. Oder hier ist ein Stern dahinter. Eins davon muss stimmen. Ich kann mal drüber schauen. Katze Kritz. So. Das ist noch eine Kiste. Ja, ich glaube, das war wirklich nicht die geplante Lösung. Aber hey, es hat funktioniert. Cool. Habe ich das Spiel auch mal ausgetrickst. So. Lass mich nicht nur vom Spiel verarschen, ich verarsche auch mal das Spiel. Okay, einen haben wir noch. Soll ich den jetzt noch machen? Was sagt denn mein Zeitplan? Ja, klar. Easy. Die kurze Wand. Nur Vorspulen und Plattform. Ich hätte wirklich mir jedes andere Puzzle rauslesen wählen können, um leichter diese Plattformmechanik hier zu erlernen. Ja, im Prinzip bei dem Puzzle hier muss ich eine Aufstiegsmöglichkeit finden. Da drüben wäre zum Beispiel einer. Wen kümmert das, wenn ich meine Verachtung auf diese Wände kritzle? Bin ich doch immer noch von ihnen umringt. Dog. Von wem umringt? Von ihnen? Sind sie schuld? Oh, wenn der mich natürlich hier trägt, passe ich ja gar nicht durch das Tor durch. Wir müssen das also in zwei Stufen machen. Also, wir wollen das folgendermaßen machen. Ich nehme die Plattform. Ich lasse meinen Freund hier aufsteigen. Nachdem mein Freund hier aufgestiegen ist, transportiere ich ihn ganz sanft hierher, wo er absteigt. Dann gehe ich auf die andere Seite und lasse ihn wieder aufsteigen. Und dann nehme ich ihn mit zum Sterben und lade ihn hier am Zaun ab. Und das war's auch schon. Zack. Das zum Ziel springen ist immer ganz nett, spart einem die schwierigen Plattformaspekte. Muss man nicht so ganz präziser Springer sein. Ich bin auch froh, dass ich den Stern in dem Level schon gefunden habe, weil hier gibt es viele, viele Dinge, wo ich glaube, man könnte hochklettern. Ja, das war ein sehr kurzer Level. Dann sind wir durch hier. Und ich würde sagen, das gibt uns doch dann jede Menge Zeit, um ein paar Bonussterne anzuhängen. Für die ich, glaube ich, gar keinen Song habe. Muss ich mir noch irgendeinen guten Song ausdenken, aber ich habe überhaupt keine Ideen. Egal, gibt keinen Song für die Sterne. Die Songs sind jetzt vorbei. Tschüss. So, ich bin zurück in der Welt A1 auf der Suche nach dem Stern. Und ich habe ja das hier schon mal gemacht. Hier einen Jammer mitnehmen, das ist kein Problem. Damit habe ich einen Jammer rausgeschmuggelt. Aus diesem Puzzle. So, und eine Sache ist mir aufgefallen, diese Welt, und das hat wirklich, wirklich lange gedauert, bis ich das gemerkt habe. Das hier ist absenkbar. Und das gehört nicht, soweit ich das erkennen kann, zu einem der Puzzle. Das heißt, ich hatte gehofft, dass ich mit dem Jammer jetzt hier irgendwie durchkomme. Und was auch geht, ist das hier zu stören. Dann kann man das hier mitnehmen. Oh ja, richtig. So. Und dann ist das hier bereits gejammt. Hier war ursprünglich das Puzzleteil. So. Und diese Zone, die sich zu dem abgesenkbaren Zaun eröffnet, muss jetzt direkt neben mir sein. Da klingt es auch so, als wäre hier was. Also ein Summen. Ich weiß nicht, ob das zum Stern gehört oder nicht. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie ich jetzt hier durchkommen soll. Ich kann ihn hier doppelt blockieren, aber das bringt ja nichts. Also der Jammer muss irgendwas jammen oder irgendwo draufgestellt werden oder sonst irgendwas.
Irgendwas muss diese absenkbare Platte da drüben absenken. Irgendwas. Oh. Oh. Ja, okay. Okay. Ja, den Hebel muss man erstmal finden. Der war auf jeden Fall gut versteckt. Blöder Stern, ey. Ah, ja, weißt gar nicht, wie viel Zeit ich hier verschwendet habe. Okay. Dann bis zum nächsten Stern. Tschüss. Der B5-Stern ist auch ein äußerst lästiger. Der befindet sich hier. Hinter dieser Wand. Aber diese Wand ist irgendwie nicht zugänglich. Und ich habe auch hier sehr lang suchen müssen. Und dabei entdeckt, dass ich eine Zoom-Funktion habe hier. Und ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt reicht. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich habe hier hinten. Und ich habe die ganze Wand abgesucht. Ich habe das andere Puzzle da drüben abgesucht. Versucht da irgendwie reinzukommen. Hier hinten ist ein Schalter. Ja. Ja, und er öffnet hier die Wand. Okay, aber wie ich mir das gedacht habe, war es das noch nicht ganz, weil wir brauchen hier auch noch roten Strom. Aber immerhin kriegen wir einen... Ja, okay. Das habe ich auch schon rausgefunden, denn mit dem roten Strom habe ich mich schon sehr beschäftigt. Den roten Strom kriegen wir von gegenüber. Der ist sogar schon an. Das Puzzle ist standardmäßig schon so aufgebaut, dass der Strom da ist. Es ist doch ein... Diese versteckten Schalter sind echt lästig. Also beim... Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt vorher ausstrahle oder hinterher, aber im A1 war das genauso, das ist ein versteckter Schalter. Da kann man sich den Arsch absuchen, bis man die mal findet. Boah, da muss man wirklich jede Wand abgehen. Ich meine, ist es hier... Ja... Das Kabel, aber das sieht man ja auch nicht von der Seite. Okay, holen wir uns einen Stern. Das war ein lästiger Stern. Definitiv nicht mein Lieblingsstern. Und als Bonus habe ich natürlich hier vor langer, langer Zeit mal diese Zeitkapsel ausgelassen. Ich war noch in der Schule, als ich zum ersten Mal vom Talos-Prinzip gehört habe. Ich glaube, damals hat es mich verwirrt. Es hat mir auf seltsame Weise bewusst gemacht, dass mein Körper ein Objekt ist. Dass mein Gehirn aus Materie besteht. Vorstellungen, die mir am Anfang unangenehm waren. Aber ich glaube, langfristig hat es mir geholfen zu verstehen, wie zerbrechlich wir Menschen doch sind. Und wie wertvoll. Das ist keine tröstliche Denkweise, aber ich würde mich lieber der Wahrheit stellen, als mich selbst anzulügen. Wohl gesagt. Gut, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich befinde mich hier in der Welt B7, wo mir noch zwei Sterne fehlen. Und ich habe jetzt einfach mal in diesem Level hier alles zusammengesammelt, was es hier an Equipment gibt. Und da ich inzwischen weiß, dass Folgendes hier sehr gut möglich ist, nämlich Kisten unter Kisten stapeln. Werden wir das einfach mal tun. Jetzt ist das Ding ganz schön hoch. Und was können wir damit bloß anfangen? Tja. Wer gut aufgepasst hat, weiß, dass es hier in diesem Level einen Stern gab. Und zwar hier hinten. Und ich denke mal, das müsste sich jetzt hier sehen lassen. Na, also... Sehr gut, der war nicht so schwer.
Allerdings versteckt sich immer noch ein zweiter Stern in dieser Welt und den habe ich als nächstes vorzufinden. Das zweite, was mir aufgefallen ist auf der Suche nach dem zweiten Stern, ist, dass wir es doch hier relativ leicht haben sollten, auf die Mauer hochzukommen. Und wahrscheinlich können wir da auch was mitnehmen. Ah! Das war noch nicht ganz beabsichtigt. Hopp. So, ich glaube, dieser Sprung hier ist möglich. Yep. Dann sollte dieser Sprung hier auch möglich sein. Hopp. Aha, das war einfach. Muss ich nur noch rausfinden, was ich mit dieser Kiste mache. Ich habe gedacht, irgendwo hier draußen gibt es vielleicht irgendwas. Zum Beispiel da hinten. Ah. Da redet Gott, da kann es also nicht sein. Was ist hier? Don't look up. Was war das? Ein Apfel. Oder? Nee. Vielleicht auch eine Kokosnuss. Die Kokosnuss der Erkenntnis. Ist uns auf den Kopf gefallen. Super gut. Ja, dann schauen wir doch mal hier drüben. Aha! Ein Ventilator. Das war fast schon zu einfach. Moment, das Ding da drauf und dann... Oh ja! Ein weiterer Stern. Und ein schöner Ausblick über die gesamte Wüste. Und weil es so schön war, zeige ich noch zwei Kleinigkeiten. Wirklich, wirklich nur kleine Kleinigkeiten. Und dafür muss ich ein bisschen sprinten. Und leider geht das Sprinten nicht schneller. Ich kann ein bisschen Bunny hoppen, aber es bringt nichts. Ich habe zumindest eine Sache noch entdeckt. Hey, habe ich das hier schon gelesen? Ja, ich glaube schon. Ne? Das war das, was gesagt hat, hier geht es nicht weiter. Ja, kein Ausweg, kein Ausweg. Und ganz nah an dieser Stelle... ist irgendetwas zerfleischt worden. Diesen Tierknochen, Kadaver von einem Monstrum, Zähne, Schwänze, Knochen, irgendwas Bestialisches ist hier gestorben. Nicht schön. Und das zweite möchte ich dokumentiert haben, weil ich das auch irgendwann noch erreichen werde. Ja, ich weiß, es blitzt hier, aber es ist hier irgendwo. Irgendwo hier. Hier! Ja! Hier ist wieder so ein Brett. Und ich kann nicht erkennen, was sich dahinter befindet. Aber es ist wieder so eine Stelle, wo ich doch irgendwie in der Lage sein müsste, das aufzuhebeln. Wenn... Ich weiß, ein paar meiner Zuschauer haben das Spiel schon gespielt. Sagt mir nicht, wie es geht, aber sagt mir einfach, ob ich das momentan schon können sollte oder ob ich da erstmal was finde, mit dem ich das kann. Das wäre sehr hilfreich. Wenn ich das momentan schon können sollte, werde ich nämlich rumprobieren. Aber ich probiere nicht gerne, wenn es keine Lösung gibt. Okay, das war's dann auch. Ich verziehe mich. Tschüss.